Herr Abgeordneter, Sie haben heute den Windpark besuchen wollen. Das war leider wegen dem Wetter nicht möglich. Aber wie wichtig ist diese Industrie für uns? Naja, für uns als Obersteiermark ist es extrem wichtig, dass wir eine Industrieregion bleiben. Wir sind stolz, dass wir eine Industrieregion sind. Aber dafür müssen wir wie ähnlich wie in den 80er und 90er Jahren jetzt wieder als Politik steuernd eingreifen. Auch in den 80er und 90er Jahren, als die verstaatlicht in der Krise waren, haben wir als Sozialdemokratie nicht ein Industriemuseum draus gemacht, wie es die FPÖ wollte, sondern wir haben die Transformation gestaltet. Und jetzt geht es darum, dass wir im Vergleich zu China, Amerika nicht wieder ins Hintertreffen geraten. Und deshalb hat die SPÖ einen Transformationsfonds, einen Plan dafür vorgelegt mit 20 Milliarden Euro, damit wir auch in Zukunft gute Arbeitsplätze haben, von denen die Menschen in der Region gut leben können. Herr Walzer, Sie gehen jetzt wahrscheinlich nach Wien in den Nationalrat. Was nehmen Sie da von der Steiermark für Ideen mit nach Wien? Na, genügend. Für uns geht es darum, dass vor allem der Obersteiermark wieder am Zug ist. Die letzten 7 Jahre ohne sozialdemokratische Beteiligung waren für ganz Österreich 7 verlorene Jahre, aber im Speziellen für die Obersteiermark. Die Obersteiermark wurde in den letzten 7 Jahren de facto aufs Abstellgleis gestellt. Es hat keine großen Investitionen gegeben und deshalb brauchen wir diese Investitionen im Wirtschaftsstandort. Es braucht zum Beispiel massive Gelder für den Bühnenschober-Ausbau, damit die Industrie wettbewerbsfähig ist, und wir brauchen einen Ausbau in der Kinderbetreuung. Deshalb unser Plan für eine jährliche Kindergartenmilliarde. Mache einen großen Sprung. Es gibt bei uns natürlich sehr viel Interesse und sehr viel Diskussion immer über die Gesundheitsvorsorge und die Möglichkeiten. Arztbesuch, es dauert oft Monate, einen Facharzttermin zu bekommen. Wie schaut das bei Ihnen aus? Was haben Sie da für Ideen dazu? Nein, man muss festhalten, dass die FPÖ und die ÖVP mit der Zerschlagung der Krankenkassen durch eine blaue Gesundheitsministerin das System massiv verschlechtert haben. Statt einer versprochenen Gesundheitsmilliarde, die sogar die damalige blaue Gesundheitsministerin jetzt im Nachhinein als PR-Gag verkauft hat, gibt es eine Milliarde Verlust mittlerweile in der Gesundheitskasse. Und wir wollen wieder die Gesundheitskasse in die Arme der Beschäftigten geben, damit diese vor Ort wirklich schauen, dass sie wieder mehr an Kassenärzte gibt. Es gibt Regionen in der Obersteiermark, wie zum Beispiel Murtal, wo es nur eine Kassenarztstelle für Kindermedizin gibt, wo es viel zu wenig Gynäkologinnen gibt. Und deshalb wollen wir massiv in die Kassenarztstellen investieren. Und wir wollen für die Fachärzte eine Termingarantie umsetzen, damit man nicht monatelang auf einen Termin wartet. Es hat ja früher die verschiedenen Betriebskrankenkassen gegeben, die alle positiv bilanziert haben. Es wurde dann zusammengefügt in das Gesundheitssystem, das ja von den anderen Parteien gemacht wurde. Gibt es da die Möglichkeit, das zurückzuführen? Na, schwer, aber wir werden uns dafür einsetzen. Das finde ich ja besonders zynisch, wenn jetzt die FPÖ in der Obersteiermark sagt, sie sind für eine gute Gesundheitsversorgung. Sie haben Tausenden Beschäftigten bei der Voestalpine, bei anderen großen Betrieben, die wirklich sehr gute Betriebskrankenkassen gehabt haben, mit tollen Leistungen, diese Betriebskrankenkassen zerschlagen und abgeschafft. Und deshalb wollen wir zumindest wieder die Krankenkassen in die Arme der Beschäftigten geben, damit die Beschäftigten wirklich eine gute Gesundheitsversorgung vor Ort haben und nicht die Kreditkarte über Kassenarzttermine entscheidet, sondern wieder die E-Card. Julia Herr, geschäftsführende Clubobfrau der SPÖ in Wien im Parlament. Ihr wart seit auf Besuch im Zuschlag, habt ihr den Windpark anschauen wollen, leider wegen dem Wetter nicht zustande gekommen. Um was wäre es da gegangen? Also wir sind grundsätzlich hier, weil die Arbeitslosigkeit in Österreich ja leider gestiegen ist, vor allem in der Industrie. Und das ist natürlich hier in so einer Industrieregion auch Thema. Und wir wollen vor allem das ändern. Wir haben ganz konkrete Modelle mit, wie wir in Zukunft, sollten wir in die Bundesregierung wieder einziehen, vor allem für den Industriestandort was machen wollen, dass wir Wertschöpfung generieren, dass wir Arbeitsplätze schaffen und sichern und dass wir die Energiewende gleichzeitig auch mit in Angriff nehmen. Wir sind in den Räumlichkeiten des E-Kids in St. Barbara. Da ist natürlich die Frage ganz logisch, wie schaut es mit Kinderbetreuung aus und wie schaut es mit der Bildung aus für die Kinder? Ja, also erstens ist es hier wunderschön und extrem spannend hier zu sein, was da für ein tolles Angebot gibt. Und zweitens braucht man das natürlich flächendeckend. Also wir sehen, dass, wenn wir uns anschauen, wie schaut es mit den Bildungseinrichtungen aus in Österreich, dass nur 60% überhaupt mit einem Vollzeitjob vereinbar sein. Also wenn wir jetzt über Kinderbetreuung in der Pädagogik sprechen, das bedeutet einfach nach wie vor für ganz viele Frauen, man muss sich entscheiden,
bleibe ich zu Hause beim Kind oder kann ich Vollzeit arbeiten gehen? Und das endet dann meistens so, dass die Frauen wieder zu Hause bleiben und Teilzeit arbeiten. Wenn das freiwillig passiert, dann ist das großartig. Wenn das nicht freiwillig passiert, dann ist das einfach schade, weil wir schauen müssen auch, dass die Erwerbstätigkeit bei den Frauen auch steigt und weil wir einfach auch wollen, dass alle Frauen wirklich selber frei entscheiden können, gehe ich arbeiten und wenn ja, wie viele Stunden. Teilzeitarbeit ist natürlich ein Stichwort. Die Bezahlung ist natürlich für Frauen immer noch viel schlechter als für die Männer. Genau, und wir sehen das auch, wer sehr lange Teilzeit arbeitet, spürt das dann spätestens in der Pension, wenn der Beitrag auf einmal viel geringer ist. Wir haben sehr viele Frauen, die älter sind, die in Pension sind, die wirklich an der Armutsgrenze sich aufhalten. Also wenn wir uns anschauen, wer ist die größte Gruppe in Österreich, die armutsgefährdet ist, dann sind es neben den Kindern oft die älteren Frauen. Und auch damit muss endlich Schluss sein. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, das ist 2024. Wir wollen nicht länger, dass Frauen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, auch Kindererziehung ist sehr harte Arbeit, dass die dann bestraft werden. Das Thema Pension ist natürlich ein wichtiges Thema und ich kenne zufällig eine Friseurin, die wirklich das ganze Leben Vollzeit gearbeitet hat und die geht nächstes Jahr in Pension und hat wahrscheinlich eine Pension von 1400 Euro. Ist das gerecht? Nein, das ist nicht gerecht. Also wir wollen einerseits, dass Kinderbetreuungszeiten besser angerechnet werden, aber wir wollen generell, dass man sagt, es muss zum Leben einiges überbleiben und vor allem schwierig in den letzten Jahren war es ja, weil alles so viel teurer geworden ist. Es sind die Lebensmittel teurer geworden, es sind Mieten, es sind Energiekosten teurer geworden. Wir haben eine Inflation von 22% gehabt in den letzten 5 Jahren. Das ist auch passiert, weil die Bundesregierung, weil ÖVP und Grüne die Teuerung einfach durchrauschen haben lassen. Wir haben viele Vorschläge gemacht, wir haben gesagt, greifen wir ein bei den Preisen. Wir müssen schauen, dass die Lebensmittel nicht so teuer sind. Kartoffeln kosten heute 100% mehr als noch vor 5 Jahren. Das spüren auch vor allem die Älteren in der Bevölkerung besonders stark, die mit den kleinen Pensionen. Das war wirklich unverantwortlich und deshalb sagen wir auch, die Inflation muss endlich runter, weil sie steigt ja weiterhin. Frau Julia Herr, danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Feiern Sie mit uns das 20-jährige Jubiläum von Sisters in One am Samstag, den 21. September 2024 auf dem Brucker Schlossberg. Ab 16 Uhr erwartet Sie ein unvergesslicher Abend mit großartiger Musik und einem besonderen Highlight, Special Guest Manuel Mascher. Nutzen Sie den bequemen Shuttlebus ab Eurospar und parken Sie kostenlos in der Tiefgarage vom Eurospar. Verpassen Sie nicht dieses einmalige Event. Wir freuen uns auf Sie. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Mein Bezirk.at. Der Sportclub Bruck lädt herzlich zum ersten Brucker Oktoberfest ins Eduard-Schwarz-Haus ein. Am 12. Oktober ab 20 Uhr erwartet euch ein stimmungsvoller Abend voller guter Laune, Musik und Tradition. Für beste Unterhaltung sorgen Captain Klug und die Zwergsteirer mit ihrer mitreißenden Musik. Kommt vorbei und feiert mit uns. Dirndl und Lederhosen willkommen. Aufgrund des Wetters verschoben. Am Samstag, 19. Oktober, findet von 8 bis 13 Uhr auf dem Brucker Hauptplatz ein Benefizflohmarkt zugunsten sozialer Projekte aus der Region statt. Organisiert vom Rotary Club Kapfenberg-Bruck bietet der Flohmarkt eine tolle Gelegenheit, Schnäppchen zu ergattern und gleichzeitig Gutes zu tun. Kommt vorbei und unterstützt den guten Zweck, denn jeder Beitrag zählt.